Heute möchte ich euch noch einmal mit einem entspannten Video am Sonntagabend zwei Flugzeuge vorstellen, zwei Flugzeuge zeigen, die jetzt mehr oder weniger neu in der Luft sind. Beides interessante Flugzeuge mit einer kleinen interessanten Geschichte, bei der ich jeweils sehr gespannt auf eure Meinung bin. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich glaube, ich muss da gar nicht so wahnsinnig viel drüber erzählen. Die meisten erinnern sich da bestimmt noch dran. Das Video dazu auf meinem Kanal hat knapp über 30.000 Klicks bekommen, was echt eine ganze Menge ist. Und das Thema war, die Türkei bekommt ein Flugzeug geschenkt. Und jetzt, relativ kurz nachdem die deutsche Bundesregierung ihren schönen neuen A321 eingeflottet hat, da flottet auch die türkische Regierung ihr neues Flugzeug ein. Aber ihr erinnert euch, das ist eine Boeing 747-8. Genauer gesagt, eine Boeing 747-8, die im Jahre 2012 gebaut wurde, also noch ein recht junges Flugzeug. Und das nur 436 Flugstunden auf dem Buckel hatte, zu dem Zeitpunkt, als es verschenkt wurde. Und nur knapp 200 Flüge absolviert hatte. Ist also nicht nur ein junges Flugzeug, sondern auch ein junges, kaum genutztes Flugzeug. Aber gut, warum auch nicht? Auf jeden Fall wurde die Maschine betrieben für Qatar Amiri Flight, eine Fluggesellschaft, die die Mitglieder der katarischen Königsfamilie, also damit die obersten Leute des Landes Katar, beförderte. Kann man mal machen. Nachdem man das Flugzeug bei Boeing ganz neu gekauft hatte, wurde die Maschine mit einer luxuriösen Kabine ausgestattet, sodass nicht mal 100 Leute in dieser 747-8 sitzen können. Ja, gute Raumnutzung. Jetzt scheint man das Flugzeug nicht mehr zu brauchen, neben den drei weiteren Boeing 747-8, die man noch in der Flotte hat, und den kaum erwähnenswerten drei A340, zwei A330 und sechs Flugzeugen aus der A320-Familie. Man bedenke, das ist die Regierungsflotte eines Landes mit 2,7 Millionen Einwohnern. Ganz offiziell sollte das Flugzeug daraufhin verkauft werden. Kurz danach entschied man sich aber bereits wieder um und die Maschine wurde verschenkt. Um Zuneigung und Bestätigung auszudrücken, schenkte das katarische Oberhaupt den Flieger an Herrn Erdogan. Und wenn Männer so ihre Zuneigung ausdrücken wollen, warum denn nicht? Mittlerweile ist das Flugzeug nun tatsächlich umlackiert und in den Farben der Türkei unterwegs und es trägt nun auch eine türkische Registrierung. Ob man da jetzt wahnsinnig viel in der Kabine hat ändern lassen, das wissen wir leider nicht, aber es ist unschwer zu erkennen, dass das jetzt wirklich das neue Flaggschiff der türkischen Regierung ist. Interessant dabei ist, die neue 747-8 trägt jetzt eine Registrierung, eine türkische Registrierung, Tango Charlie, Tango Romeo Kilo, die eigentlich zuvor ein A340-500 auch von der türkischen Regierung auf dem Rumpf stehen hatte. Der ist auch immer noch aktiv in der türkischen Flotte unterwegs, trägt jetzt allerdings die Registrierung Tango Charlie, Charlie Alpha November. Warum, weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall ist die 747-8 jetzt mit dieser Registrierung auf Flightradar auffindbar und war in den letzten Tagen auch schon mit der neuen Bemalung unterwegs. Und ist damit jetzt ein vollwertiges Mitglied der türkischen Regierungsflotte und wertet diese damit ganz gehörig auf. Und das zweite Flugzeug mit einer kleinen Geschichte, das nun endlich in der Luft ist, ist der erste für Delta Airlines bestimmte Airbus A220-100. Oder, wenn man so will, die erste für Delta Airlines bestimmte C-Series CS-100. Ein Flugzeug, über das sich ja echt schon eine ganze Menge gestritten wurde. Ein Flugzeug, dem quasi eine schwere Last auferlegt wurde. Als die Dinger noch C-Series hießen, bestellte Delta Airlines 75 Stück davon, mit einer Option auf 50 weitere Maschinen des Typs. Um die Boeing 717 in der Delta Airlines Flotte zu ersetzen, Delta Airlines hat dazu auch noch über 100 McDonnell Douglas MD-80 in der Flotte. Man hat also wahnsinnig viel Potenzial für ein neues Regionalflugzeug, für ein neues Flugzeug für die Kurzstrecke. Damit besteht auch im Hinblick auf die Zukunft eine ganze Menge Potenzial für weitere C-Series, für weitere A220 in der Flotte der Delta Airlines. Aber bis zum jetzigen Zeitpunkt sind es wie gesagt erst einmal die 75 bestellten Maschinen. Und was haben sich die Amerikaner doch darüber geärgert? Keine neuen Boeing-Flugzeuge, sondern Flugzeuge von den Kanadiern. Naja, Boeing klagte daraufhin, man habe wohl mit unfairen Mitteln verkauft, die Klage wurde abgewiesen und Delta Airlines bekommt nur den ersten A220, die erste CS-100 ohne die von Boeing angedrohten Schwierigkeiten. Und die erste Auslieferung, die wird wahrscheinlich auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, denn gestern war Erstflug des ersten A220 für Delta Airlines auch schon in kompletter Bemalung der Fluggesellschaft und dann dauert sowas meist nicht mehr allzu lange. Airbus berichtete darüber auch ganz stolz auf Instagram. Größere Fenster, größere Overhead-Bins und breitere Sitze sorgen wohl dafür, dass es sich in einer CS-100, in einem A220 genauso angenehm fliegen lässt wie in einem großen Langstreckenjet. Jo, da ist man wohl sehr überzeugt von seinem eigenen Produkt.
Ist schon interessant, wie schnell Bombardier da vergessen wird. Und die Delta Airlines Flotte hat wie gesagt noch eine ganze Menge Potenzial für weitere mögliche C-Series Einkäufe. Man hat sich ja wie gesagt auch schon nochmal 50 Optionen dazu geholt. Aber dazu kommt dann ja noch Delta Connection, oder unter diesem Dachverband Delta Connection sind ja einige Airlines unterwegs, die nochmal gut über 500 Regionalflugzeuge betreiben. Und die Canadair Jets, die da eingesetzt werden, die sind im Schnitt gerne mal 16, 17 Jahre alt. Und United Airlines hängt da auch noch mit drin, die haben auch nochmal ein paar hundert Regionalflugzeuge, die dann vielleicht nicht ganz so alt sind, sodass sie jetzt noch nicht ersetzt werden müssen. Aber Potenzial in den USA für den A220 gibt es auf jeden Fall. Da können wir also sehr gespannt sein, ob die ein oder andere amerikanische Fluggesellschaft dort auch noch Bombardier C-Series A220 kaufen wird. Was dann wiederum sehr interessant werden würde. Viele große amerikanische Fluggesellschaften haben bereits den A321 in großen Stückzahlen bestellt. Mal schauen, wie der A321LR womöglich in den USA noch ankommen wird als Ersatz für die 757-200. Dazu noch A220 auf der Regionalflugzeugflotte. Das wird schon ganz interessant und Boeing muss sich da echt ein bisschen ins Zeug legen. Bin sehr gespannt auf eure Meinung zu diesem Thema und dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen dabei. Und ich erzähle euch auch gerne, warum das Video heute so spät gekommen ist. Ich habe versucht, den Hund zu waschen. Das war ein bisschen abenteuerlich, macht er nämlich nicht so gerne, aber jetzt sieht er dafür wieder richtig fluffig aus. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Dann geht hoffentlich das 737-Video weiter. Und ich wünsche euch noch einen ganz entspannten, schönen Sonntagabend. Bis morgen, lasst es euch gut gehen und tschüss.